Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Erntedankgottesdienst heute aus der Kirche in Puderbach. In den vergangenen Jahren haben ja auch Kinder oft Gaben zum Erntedankaltar gebracht. Das können wir jetzt wegen Corona nicht machen, aber Sie sehen den schön geschmückten Altar. Wir feiern Erntedankfest so gut wir es können. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt, was er geschaffen hat. Hören Sie den Psalm, den wir am Erntedankfest immer hören. Das ist der 104. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie bist du sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Wir beten. Guter Gott, viel haben wir empfangen, viel halten wir in Händen. Nehmen wir es dankbar an oder halten wir es für selbstverständlich und selbstverdient? Was tun wir mit all diesen Gaben? Horten oder teilen? Verkaufen oder verschenken, vergeuden oder wertschätzen, bewahren oder ausbeuten, genießen oder verschwenden, ehren oder missachten. Gott, schenke du uns Weisheit und Einsicht. Amen. Wir hören nun die Schriftlesung. Ich lese aus 5. Moses die Verse 7 bis 18. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen, es wird euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenartiges Gestein und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schöpfen. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, euren Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Vergesst nicht den Herrn, euer Gott, missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde.
Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Er hat euch durch die große und gefährliche Wüste geführt, wo giftige Schlangen und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen Tropfen Wasser gibt. Aber dann ließ er aus den härtesten Felsen Wasser für euch hervorsprudeln, und es gab euch mitten in der Wüste Manna zu essen, von dem eure Vorfahren noch nichts wussten. Durch Gefahr und Mangel wollte er euch vor Augen führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Er wollte euch auf die Probe stellen, um euch am Ende mit Wohltaten zu überhäufen. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gibt, mit der ihr alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Lobet den Herrn, denn unser Gott, loben ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist schön und herrlich. Halleluja! Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, bei Ernte, dann geht es, wie immer, wie in jedem Jahr, um den Dank. Den Dank für die Gaben, die wir in diesem Jahr ernten konnten. Menschen haben hart dafür gearbeitet. Mit Gottes Segen sind die Gaben gediehen und gewachsen. Und wir können hierzulande in diesem Jahr wieder sagen, es ist genug. Es ist reichlich. Es ist viel. Wir haben Überfluss. Unser Herz ist mit Recht voll Dank. Aber selbst wenn eine Ernte bescheidener ausfallen sollte als in den anderen Jahren, wegen Trockenheit zum Beispiel oder anderer Unbilden der Natur, wir haben Geld. Wir haben Geld aufgrund von Bodenschätzen, Technologie, Know-how. Auch das sind Gaben. Damit können wir anderswo Lebensmittel kaufen. In anderen Teilen der Welt sieht es sehr anders aus. Es gibt nicht genug. Leere Regale kennen bei uns nur die Älteren, die den Krieg erlebt haben oder die, die den Mangel in anderen Ländern erfahren haben, die sie bereist haben. Zu Beginn der Corona-Krise konnte man ein bisschen erahnen, wie das ist, wenn es etwas nicht mehr gibt, wie Klopapier oder Hefe, Nudeln oder Mehl oder Zucker. Und wir haben es ein bisschen erlebt, wie dann gehamstert wird, wie Angst um sich greift, Panik entsteht. Unser Bibeltext für den Erntedanktag stellt uns so eine Situation vor, in der es nicht genug gibt. So wenig für die vielen, die in diesem Moment etwas brauchen. Hören Sie die Geschichte von der Speisung der 4000 aus dem Markus-Evangelium, aus dem 8. Kapitel, die Verse 1 bis 10.
Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll, und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. Jesus hat Mitleid. Die Menschen jammern ihn, heißt es. Er sorgt sich um die Menschen, die um ihn herum sind und die nichts zu essen haben. Keiner wird verhungern an diesem Tag. Darum geht es nicht. Aber Jesus sieht sie da sitzen, die Leute, die seine Nähe suchen. 3 Tage schon harren sie bei ihm aus. Sie hängen an seinen Lippen. Sie wollen, dass er ihnen von Gott erzählt. Für sie ist neu, was er von Gott zu sagen hat. Unerhört, begierig nehmen sie die Botschaft auf. Was hatten sie bisher von Gott gehört? Was hatte man ihnen von Gott erzählt? Hat man ihnen nur vom Gesetz gesprochen? Von einem strafenden und verdammenden Gott? Von einem Gott, vor dem man sich fürchten muss? Was hat ihnen gefehlt? Nun kommt Jesus zu ihnen und sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Er sagt: Durch mich kommt ihr zum Vater. Er erzählt ihnen Geschichten vom verlorenen Sohn, den der Vater in die Arme schließt. Von einem Gott, der ist wie ein Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht und es nicht abschreibt, der niemanden abschreibt. Er spricht vom Reich Gottes, in das man nur hineinkommt, wenn man es annimmt wie ein Kind, unbefangen, arglos, nicht berechnend. Er erzählt vom Reich Gottes, das so wertvoll ist, dass es sich lohnt, dafür alles stehen und liegen zu lassen, alle Habe zu verkaufen, um es zu erwerben. Er erzählt davon, wie Gott alle zu sich ruft, wie er die Tunichtgute von der Straße an seinen Tisch ruft, während die, die sich fromm und gerecht dünken, daran vorbeilaufen. Er erzählt von einem liebenden und gütigen Gott, dem seine Menschen wichtig sind. Hatten sie davon wirklich noch nichts gehört? Oder es nicht richtig gehört? Nicht verstanden? Jetzt lauschen sie begierig Jesu Worten. Sie wollen immer mehr hören. Sie können nicht genug bekommen. Nicht aufhören. Keiner verlässt den Ort. Keiner stiehlt sich weg. Sie können sich nicht trennen. Jesus sieht ihre Not und ihre Sehnsucht. Er sieht auch, dass sie jetzt noch etwas anderes brauchen. Brot zum Essen. Sie brauchen Nahrung für die Seele und sie brauchen die Nahrung für den Leib. Sonst verschmachten sie auf dem Heimweg. Sonst entgleitet ihnen
die gute Botschaft wieder. Wenn die Bedürfnisse des Leibes nicht befriedigt werden, wird die Botschaft unglaubwürdig. Dann sind es ein paar spannende Stunden, aus denen man wieder in einen Alltag geht, der nichts damit zu tun hat. Sie sollen doch in die Realität des Lebens entlassen werden mit der guten Botschaft, damit sie ihnen Leben hilft. Damit sich etwas verändert in ihrem Leben, die Kraft und Hoffnung schöpft. Jesus gibt das Problem an die Jünger weiter. Mich jammert das Volk. Die Jünger sind ratlos. Es ist nicht genug da. 7 Brote, einige Fische. Wie sollen wir sie in der Wüste satt machen? Jesus kann es. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Aber ohne Brot kann er auch nicht leben. Der Mensch ist Seele und Leib. Für beides muss gesorgt werden. Für beides sind wir einander verantwortlich. Mag sein, dass nicht genug da ist von beidem. Von der Nahrung für den Leib und von der Nahrung für die Seele. Je und dann zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Je und dann herrscht Mangel an dem einen oder dem anderen. Fangen wir an, von beidem aus zu teilen, so gut wir es vermögen. In Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, danke für das, was da ist. Sei es einmal viel oder einmal wenig. Danke für alle Not, die gelindert wird, und für allen Trost für die Seele. Danke für all die Menschen, die sich mühen und arbeiten, um diese Gaben auf unseren Tisch zu bringen. Danke für all die Menschen, die uns nahe sind. Gott, öffne unsere Herzen und Hände dafür, dass wir den anderen gönnen können, dafür, dass Leben und Freude da sind, dafür, dass Teilen nicht Pflicht ist, sondern Bedürfnis. Gott, lass alle satt werden, ob sie in der Wüste leben, in der es kein Brot gibt, oder in der Wüste, in der man kein gutes Wort hört. Lass niemanden verschmachten auf einer Erde, die so viel hervorbringt. Lass alle deine Liebe spüren. In der Stille bringen wir vor Gott die Menschen, um die wir uns persönlich sorgen, all das, was uns im Innersten bewegt. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir seinen Frieden. Amen.